Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Im strömenden Regen treffen am fünften Spieltag der Bayernliga Süd mit dem FC Deißenhofen und Türkspor Augsburg zwei Aufsteiger aufeinander. Während die Gäste mit gerade einmal einem Ziele aus vier Spielen noch große Schwierigkeiten haben, ist Deißenhofen mit erst einer Niederlage und schon zwei Siegen bisher gut angekommen in der Oberliga. Die Hoffnungen im Angriff liegen unter anderem bei Michael Bachhuber, der schon dreimal getroffen hat in dieser noch jungen Saison. Die Gastgeber in den blauen Trikots spielen im ersten Durchgang von rechts nach links. Damit rein in dieses Aufsteigerduell vor rund 200 Zuschauern. Deißenhofen mit einem ersten Ballgewinn. Tobias Rembeck wird im Strafraum steil geschickt. Und das ist die ganz frühe Führung für die Gastgeber. Nach nicht einmal 120 Sekunden trifft der 22-jährige Mittelfeldspieler mit seinem ersten Saisontor zur Führung. Gästekeeper Reichelmeier gibt bei seinem Fehlpass keine gute Figur ab. Beim Schuss von Rembeck ist er dann machtlos. Die Gäste versuchen direkt eine Antwort zu finden. Enrico Caruso verhindert mit einer ganz starken Parade den Ausgleich. Aber insgesamt ist Deißenhofen die bessere Mannschaft. Tobias Rembeck im Zweikampf mit Usama Yassem. Rembeck kann sich durchsetzen und findet im Rückraum Michael Bachhuber. Das 2:0 für den FC Deißenhofen und gleichzeitig Saisontor Nummer 4 für den 22-jährigen Angreifer. Reichelmeier kann den wuchtigen Schuss von Bachhuber nicht mehr entscheidend über die Latte lenken. Nach rund 20 Minuten führt Deißenhofen verdient mit 2:0. Trainer Hannes Sigurdsson kann mit der Vorstellung seiner Mannschaft bislang vollkommen zufrieden sein. Wir machen dann einen Sprung und sind schon wenige Sekunden vor der Pause. Giovanni Goya wird im Strafraum geschickt und da ist der Anschlusstreffer für die Gäste. Die Defensive von Deißenhofen schien zu diesem Zeitpunkt gedanklich schon in der Kabine zu sein. Augsburg hält die Spannung dadurch hoch. Nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber aber direkt darum bemüht, den alten 2-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Die Flanke landet bei Bachhuber am langen Pfosten. Der hat etwas Platz und macht das 3:1. Erneut dauert es keine 2 Minuten nach dem Anpfiff, ehe Deißenhofen erfolgreich ist. Bachhuber erzielt sehenswert sein 5. Saisontor. Und die Hausherren wollen weiter nachlegen. Bachhuber und Reichelmeier im Tor verhindert das 1:4 aus Sicht von Türkspor Augsburg. Das Spiel geht jetzt nur noch in eine Richtung. Bachhuber mit der Hereingabe und Rembeck mit der Riesenchance. Erneut heißt die Endstation Thomas Reichelmeier, der hier ein Debakel verhindert. Die Gäste nun aber auch mit fahrlässigen Fehlern in der Abwehrarbeit. Konterchance für Deißenhofen. Marco Finster mit dem Querpass. In der Mitte kommt Bachhuber zu Fall und Schiedsrichter Wittmann zeigt auf den Punkt. Kaum Beschwerden von den Gästen. Der Elfmeter ist berechtigt und Marco Finster verwandelt ganz cool. 4:1 für die Gastgeber in der 73. Minute. Diesmal ist Reichelmeier ohne jede Abwehrchance. Kurz darauf verlässt Doppeltorschütze Bachhuber das Feld. Mit 5 Toren aus 5 Spielen gelingt dem Angreifer bislang sehr viel in der Oberliga. Unterdessen haben die Gastgeber noch nicht genug. Aber Reichelmeier kratzt heute alles von der Linie, was im Bereich des Möglichen liegt. Der Schlussmann ist definitiv der beste Mann heute in den Reihen der Augsburger. 12 Minuten vor dem Ende, dann doch das 5:1. Der Torschütze ist Marco Finster, der damit ebenfalls einen Doppelpack erzielt. Das 5:1 ist auch in der Höhe verdient für Deißenhofen und das ist dann gleichzeitig der Endstand in diesem doch sehr einseitigen Aufsteigerduell. Die Gastgeber belegen durch diesen Sieg nun Rang 4 in der Tabelle, während Augsburg weiterhin ganz unten steht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss Alltag, hallo Freiheit. Wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.